Amen. Wo wir hingehen sollen. Und wir wissen als oft nicht, wieso, was ist. Und da benutzt uns dann der Herr für irgendeine Arbeit, irgendein Zeugnis. Preis dem Herrn. Amen. Ich habe einen Yoshi dahin, habe ich Schriftverse gegeben. Aber ich habe einen, den will ich am Anfang lesen. Kannst du das machen? Okay, das ist der. Wo ist meine Brille? Ich bin schon rübergerannt, habe meine Brille geholt. Furchtbar ist das. Jetzt habe ich sie. Okay, alles klar. 1. Könige 18,24. Ja, der Herr hat mir das gerade vorhin gegeben. Das soll ich vorher sagen, bevor ich lehre. So, aber das passt zum Thema. Es geht um Anbetung, Verehrung Gottes, Opfern. Und nicht einfach nur so opfern, sondern das richtige Opfern, was der Herr will. Und der Herr will angebetet werden, aber richtig, preis Gott. Amen. Er bestimmt, wie und was und wo und wann und was wir opfern sollen, was angenehm ist vor ihm, preis Gott. So, damit wir auch sicher sein können, dass er unser Opfer annimmt und unser Gebet hört. Wir sehen hier im 1. Könige 18, sehen wir, wo Elias, habe ich einen Vers gegeben? Vers 24, ja. Und ruft ihr den Namen Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. So, das Problem war damals, die sind hin und her gehupst. Die haben gehört, dass der Gott von Abraham und Jakob Gott ist. Und die anderen haben gesagt, nee, Baal ist Gott. So, und da sind die hin und her gehupst, das ganze Volk. Und du siehst, die Christenheit heute in unserem Land ist genauso. Die hupsen hin und her, wissen wirklich nicht, wer Jesus ist. Jeder hat eine andere Meinung. Die einen sagen, ja, das ist Dreieinigkeit und Jesus ist Gott, der Sohn und der Heilige Geist ist Gott und Vater ist Gott. Und was zwar stimmt, aber es stimmt nicht alles, wie sie denken, preis Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir ihn anbeten, dass wir ihn so anbeten, mit einem richtigen Verständnis, dass wir wissen, was wir anbeten und wen wir anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und ich kann ihn nur verehren, preis Gott, wenn ich weiß, wer er ist, preis Gott. Sonst ist er immer nur der unbekannte Gott. Amen. Aber das ist er nicht für uns. Er ist der bekannte Gott, er hat sich offenbart. Wir wissen seinen Namen, wir kennen seinen Namen. Und so war das Volk damals verwirrt, genauso wie in unserem Land. Die sind alle, naja, okay, die brauchen Propheten, die die Wahrheit predigen. Menschen, die die Wahrheit reden und dann muss halt Gott der Rest machen. Der muss das Feuer schicken. Und so siehst du, wie das damals war, die falschen Propheten. Der Gottesdienst ist fast genauso wie bei uns. In manchen Gemeinden, Halleluja, preis Gott, die hupsen, heben die Hände hoch, sind laut, singen mit noch mehr Instrumenten und Musiker und alles und haben viel zum Darstellen hier, Schauspieler oder was. Aber weißt du, es sieht alles ähnlich aus. Und das ist das Verführerische. Der Engel, Lucifer, der gefallene Engel, er kommt wie ein was Engel des Lichts. Ja, der kommt nicht wie ein Engel der Finsternis, der kommt so, um zu täuschen, um in die Irre zu führen, die Leute zu verleiten, preis Gott. Und so siehst du hier, Elia hat die Nase voll gehabt und der Herr hat gesagt, jetzt gehst du mal hin und zeigst denen, wer Gott ist. Und das war ja auch sein Wunsch, preis Gott. Der Herr ist Gott, sonst keiner. Und du siehst, die Propheten des Baals, die haben geopfert, die haben ja Musik gemacht, die sind rumgehupst. Und je länger es gedauert hat, bis die Salbung Gottes runterkam, das Feuer runterkam, je schlimmer ist es mit denen geworden. Ja. So, die haben sich am Schluss sogar geritzt.
naja, so auf jeden Fall kein Feuersgefallen, das hätte ich denen auch vorher schon sagen können. Preis Gott, Elia auch, aber die hätten das nie geglaubt, deshalb mussten die ja vorher opfern. Ja, es wäre alles anders geworden, hätte Elia zuerst geopfert. Der hätte nie gesagt, ja, das hast du so gedeichselt. Nee, nee. Aber als sie fertig war, hat der Elia ganz einfach gebetet, hat sein Opfer auf den Altar gelegt und hat gesagt, Herr, du hast mich gerufen, das zu tun, was ich tue jetzt. Zeig dem Volk, dass du Gott bist, dass du ihnen vergibst und sie wieder aufnehmen willst und alles. Und er hat nicht viel gebetet, ein paar Worte, aber das reicht schon. Wir brauchen nicht viele Worte zu machen. Wir sind keine Heiden, preis Gott. Und der war gerade fertig, da ist das Feuer schon gefallen. Amen. Und das hat nicht nur das Opfer angezündet, sondern alles, was da drauf war. Das ganze Holz, das nasse Holz, die nassen Steine, die Felsbrocken, alles hat das Feuer aufgeleckt sozusagen. Und das Wasser im Graben auch, damit nicht einer sagen kann, ah, der hat schon ein kleines Feuer hier gehabt. Ja, preis Gott, der hat das Feuer in seinem Herzen gehabt. Und so muss es mit uns sein. Preis Gott, lass uns das Feuer in unserem Herzen haben, lass uns seinen Namen anrufen und der Herr wird hören und er wird auch segnen, preis Gott. Wir wissen, wer Gott ist. Amen. Es ist, einer ist Gott und das ist nicht der Baal, sondern es ist der Herr Jesus Christus. Und ich erkläre ein bisschen heute Abend oder versuche es mal mit der Zeit, wo wir hier haben. Ich habe jede Menge Schriftverse, mehr wie sonst. Der arme Yoshi, der ist schon fast verzweifelt. Der hat die Seite rumgedreht, hat noch mehr Notizen gemacht. Naja, er hat sie ja gewollt. Heute Abend geht er nach Hause, holt sich das Blatt mit und liest alles wieder durch. Amen. Wir gehen mal hin, 1. Johannes 2, Vers 18. Da werden wir einige Verse lesen gemeinsam. Du hast hier immer noch das erste Jahrhundert, die Gemeinden sind entstanden überall, es war positiv und negativ. Die einen haben gesagt, ja, das sind gute Leute, die Christen, und vor denen brauchst du keine Angst zu haben. Und die anderen haben gesagt, das sind alles Verrückte. So, die glauben, dass da der Jesus auferstanden ist. Weiß Gott, ich glaube, dass er auferstanden ist. Auf jeden Fall ist er auferstanden. Ein Toter kann nicht reden. Preis Gott, er ist lebendig. 1. Johannes 2. Kapitel, Vers 18. Er schreibt hier, Johannes, der Apostel, der Gemeinde. Das ist nicht zu denen da draußen, die haben ja keine Ahnung. So, kleine Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommen wird, gibt es auch jetzt viele Antichristen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Nur ganz schöner Hammer. Das war vor 2000 Jahren. Wie viele haben wir jetzt schon? Überall hast du Kirchengebäude, überall hast du Gottesdienst in der westlichen Welt eigentlich, und, wo die Leute anbeten, was halt der Prediger ihnen sagt, was der Lehrer ihnen erzählt. Und das ist immer so eine Sache. Im Mittelalter hat man die Leute gefangen gehalten und hat ihnen keine Bibel vorgelesen, sondern man hat alles in lateinischer Sprache abgehalten, dass das Volk nicht kapiert, dass die verkehrt sind. So, dann ist ja Martin Luther gekommen und hat gesagt, das wird hier nichts, wir müssen hier in Deutsch reden, in Deutsch predigen und die Leute müssen auch die Bibel lesen können. Da hat er angefangen. Die haben ihn sozusagen in die Enge gedrängelt, das zu tun. Der Teufel ist ja doof. Alles, was er gegen die Gemeinde macht, kann nicht bestehen. Und so, der hat im September hat er alleine schon das ganze Neue Testament übersetzt in deutsche Sprache, in die
damalige Sprache, wie die damals geredet haben. Aber die Leute konnten das alles lesen. Preis Gott. Und dann später hat er mit Melanchthon angefangen, das Alte Testament, das ist ja ein Haufen Zeug, zu übersetzen. Vom Hebräischen ins Deutsche. Preis Gott. Oder vom Griechischen noch ins Deutsche. Was halt die Texte waren, die er da genommen hat. Aber der hat schon Zugang gehabt zu den richtigen Schriften damals. So, wenn wir das heute lesen, da ist ja fast gar keine Veränderung vom originalen Text. So ist alles, was wir hier haben, ist eigentlich fast original, 99,9%. So, manche Sachen sind nur, wie man sie formuliert, aber trotzdem haben wir das, was wir brauchen. Und man hat den Leuten damals, nachdem die ersten Bibeln rausgekommen sind, die Dörfer, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, in den Dörfern hat man Geld gesammelt, damit die Kirche im Dorf wenigstens eine Bibel hat, in deutscher Sprache. Und das war was Besonderes. Und heute kannst du dir Bibel kaufen, in jedem Buchladen kannst du bestellen, übers Internet, was immer. Und das ist so ein Segen. Das Wort Gottes ist so voll mit geistlichem Material, Amen, dass wir jeden Tag von morgens bis abends eigentlich lesen können und immer wieder lernen. Preis dem Herrn. So, wenn man die Bibel liest mit dem natürlichen Verstand, kommst du nicht weit, kommst du an Punkten, verstehe ich nicht, um was es geht. Sogar der Kämmerer, der nach Jerusalem kam und der später vom Philippus getauft worden ist, hat auch gesagt, ja, wie der ihn gefragt hat, weißt du, verstehst du, was du da liest? Da hat er gesagt, ja, eigentlich nicht ganz, ich bräuchte jemanden, der mir da hilft. Der war noch demütig, obwohl er so eine hohe Position gehabt hat. So, und deshalb konnte der Herr auch mit ihm wirken und an ihm wirken. Und so preist dem Herrn dafür, hat Philippus Zeugnis gegeben von der Taufe, von der Auferstehung Jesu und vom Heiligen Geist. So die wesentlichen Dinge, die wir in der Apostelgeschichte finden, das Evangelium Jesu. Es ist mehr nur an Jesus zu glauben, du musst ja wissen, wer er ist. Amen. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes, stimmt schon. Aber weißt du, der hatte keinen irdischen Vater. So, das macht ihn mehr als nur ein Mensch. Wir machen mal da, gehen mal da durch. Auf jeden Fall, der hat geglaubt, der hat sich taufen lassen, Heiligen Geist empfangen. Philippus ist verschwunden. Die Bibel sagt uns, und er zog fröhlich seines Weges. Ja, das glaube ich. Hat eine Seele gefunden, hat ihn Gott überlassen. Der ging nach Äthiopien, hat es auch nicht für sich selber behalten, sondern wir wissen, dass die äthiopische Gemeinde damals eine große Gemeinde geworden ist. Auch heute ist sie groß im Vergleich zu Deutschland, Frankreich, was wir hier in Europa haben. So, 1. Johannes, das Problem war, es gab viele, die haben gesagt, sie sind Christen. Haben wir heute auch, kommt dir ja bekannt vor. So, und er schreibt hier, Johannes, kleine Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommen wird, gibt es auch jetzt viele Antichristen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Die haben gehört, dass ein Antichrist kommt. Das Buch des Offenbarung des Johannes, das war noch nicht geschrieben. Das ist erst 100, so ungefähr im Jahr 100 nach Christi ist es geschrieben worden. So, da hat der Johannes die Offenbarung gehabt. Aber vorher, da haben die nur mit ihrer Lehre verteidigt, ja, die Lehre, die wir auch haben, die von denen haben. Und auch mit Briefen verteidigt und noch auf andere Weisen, preis Gott. So, du siehst hier, die haben gehört, dass der Antichrist Einzahl kommen wird, aber er sagt, da sind schon viele Antichristen.
Aber es geht hier um mehr. Es geht hier um den Geist vom Antichristen. Der Geist, der diese Welt regiert, der antichristliche Geist, der gegen alles ist, was von Gott ist, alles ist, gegen alles ist, was Gott eingesetzt hat. Preis Gott. Und ja, und jeder kann machen, was er will, jeder kann glauben, was er will, und jeder kommt in den Himmel. Wenn der Teufel dir das sagt, dann weiß ich schon gleich Bescheid, dass da stimmt nicht, weil er selber kommt ja nicht. So, und er sagt hier, von denen, die weggegangen sind, Vers 19 hier, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Sie haben die Gemeinde verlassen, irgendwas ist passiert, und was immer für ein Grund. Aber er sagt, sie waren nicht von uns. So ist es wichtig, dass du bei der Gemeinde bleibst, bei denen bleibst, wo die Wahrheit auch gepredigt wird. Und lass dir nicht einreden, nachher wird die Wahrheit nicht gepredigt. Preis Gott, der Herr sorgt schon dafür, dass das hier Bestand hat. Amen. Dann wären sie waren nicht von uns, denn wären sie von uns gewesen, so wären sie zweifellos bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns waren. Deshalb ist es wichtig, dass du das Wort Gottes liest und auch Dinge, die du nicht verstehst, suchst und durchforscht, dass du sie verstehen kannst. Amen. Denn irgendwann wird irgendjemand kommen und dich fragen über diese Dinge und dann hängst du da und hast keine Antwort. Das ist auch blöd. Ja. So, und deshalb, wenn du das Wort Gottes kennst, dich auskennst, was in der Bibel steht, dann kann keiner was machen. Preis Gott, das Wort ist die höchste Autorität. Das Wort Gottes ist die höchste Autorität. Wir hatten mal, wo wir noch in der Max-Josef-Straße waren, da waren nebendran Schreibwarenladen, da in der Mittelstraße am Anfang. Und da standen immer die Jehovas Zeugen. Und ich musste da rein, nicht zu den Jehovas Zeugen, aber in Schreibwarenladen, um da Kopien zu machen vom Traktat, das ich gemacht habe. So, und da hatte ich aber noch ein anderes dabei und da habe ich den beiden Jehovas Zeugen gesagt, ey, ich gebe euch mal was zum Lesen, aber ich komme wieder, deshalb gehe ich, muss noch was machen. Und sonst würde ich ja da bleiben. Weißt du, ich hätte noch gedacht, naja, der gibt uns Traktaten, haut ab und hat Angst vor einer Diskussion. Naja, Diskussion hat es gegeben. Ich bin rausgekommen, habe sie gefragt, habt ihr mal durchgeguckt? Nein, haben wir nicht. Haben gesagt, warum nicht? Ihr wollt doch, dass die Leute euer Zeug lesen. Naja, wussten sie auch nicht, was sie sagen sollen. Und da habe ich gesagt, da steht es drin, die Wahrheit. Ein Gott, ein einziger und nicht Jehova. So, da bin ich gleich, Jehova, sag nichts gegen Jehova. Du brauchst mich nicht Fritz zu nennen. Mein Name ist nicht Fritz. Und hier haben wir keinen Emil. Preis Gott. Wenn du Emil heißt, alles klar. Aber wenn du nicht Emil heißt, dann kann auch keiner verlangen, dass es dich mit dem, wenn du nicht Emil bist, dann mit Emil anredest, preis Gott. Und dasselbe ist mit Jehova. Das wurde im Mittelalter, wurde das verkehrt übersetzt. King James hat es angenommen, die in England auf der linken Seite sind ja auch damals schon gefahren. Und das ist ein Fehler, preis Gott. Die haben die jüdische Kultur nicht verstanden. Und deshalb haben die das übersetzt, der Name des Herrn, wo groß geschrieben ist, die Buchstaben in Herr, das Tetragrammaton, da haben die Engländer, nicht die Schwester waren, wie das würde sowas nie machen, die ist nicht schuld. Ja, die haben Jehova reingesetzt. Na, so, egal, wir wollen ja jetzt nicht von dem Name oder Wort Jehova reden, für die Juden ist es gar nichts. Ich sage das nur, für die Jude ist es nichts. Jehova ist kein hebräischer Name. Kann man sagen, was man will.
kann einer sagen, was er will. Okay, auch wenn es in der Bibel drin steht, im Original steht es nicht drin. Okay, preis Gott, Amen. Und den habe ich, die waren zu zweit und auf einmal ist noch mal einer gekommen, da waren sie zu dritt, haben mit mir diskutiert. Und ich habe mich gefühlt wie hinter der Kanzel, gesalbt. Und ich habe denen eine Schrift festgegeben, dann habe ich dem einer gegeben. Der hat eine Frage gehabt, da habe ich dem die Antwort gegeben. Ich immer Schriftverse. Die hat was gehabt, die. Und auf einmal, die wussten nicht mehr, wo es lang geht. Das war zu viel für die. Ich bin zu schnell gefahren. Naja, und dann kam noch einer. Und zum Schluss waren sie zu fünft. Und dann hat einer gesagt, ich glaube, ich muss gehen. Und da hat der andere gesagt, ich muss auch gehen. Ja, und dann, wir müssen auch gehen, sagt, ich gehe, ja, jetzt, das, guck mal, wir kommen hier nicht weiter, habe ich gesagt. Weißt du, wir sind Sieger in Christus. Wir brauchen keine Angst zu haben, Zeugnis zu geben. Amen. Wir brauchen keine Angst zu haben, die Bibel aufzuschlagen. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Wahrheit. Ja, das ist die Autorität, nicht was die Leute sagen und denken und was vielleicht von irgendeinem Professor gesagt worden ist. Das Wort Gottes, preis Gott, ist immer noch gleich. Amen. Und so sagt er, die weggegangen sind, die sind nicht von uns gewesen. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns waren. Sie haben einfach nicht dazugehört. Ich habe mal Schwester Wei erzählt von Pastor Goodwin, der mit mir hier in der Max-Josef-Straße Gemeinde angefangen hat. Der hat Donuts verkauft und Kaffee und nebenbei auf die Art und Weise Geld verdient, wo er keine Unterstützung gehabt hat, als er eine Gemeinde gegründet hat. Da waren nur ein paar Leute und dann kamen aber mehr. Und dann hat er eine Gruppe gehabt, ich denke so 10 Leute, 15 Leute. Ja, und dann auf einmal sind 10 Leute weggegangen. Da war, wie bei uns, ne, das war mal her wieder 5. Und dann ist auch wieder einer reingetippelt und noch einer und noch einer, noch einer. Und dann waren sie wieder 15 bis 20. Und von denen sind auch welche, viele weg. Und da hat er gebetet und hat gesagt, ja Herr, weißt du, du arbeitest und setz dich ein mit deiner ganzen Familie, dass das hier was wird. Wir sind ja errettet, aber die nicht. Es geht ja um die, um uns eigentlich nicht. Na, so, da hat er gebetet und hat gesagt, Herr, was soll das? Da haben wir eine Gruppe gehabt, die sind abgehauen, jetzt die andere Gruppe, die gehen jetzt auch alle weg. Was ist denn das? Wenn jetzt noch eine Gruppe kommt, was ist dann? Und da hat der Herr ihm geantwortet und hat gesagt, die erste Gruppe war, um dich zu formen. Die zweite Gruppe war, um die dritte Gruppe, die zweite Gruppe waren die Decoys, das waren die Attrappen, damit die dritte Gruppe kommen kann. Ja, so. Ich will keine Attrappe sein. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, du auch nicht. Aber das habe ich erlebt in der Max-Josef-Straße. Da sind Leute reingekommen, die haben gesagt, da war das ja schon noch so. Ich weiß nicht, was der im Kopf gehabt hat, aber die sind immer zu mir gegangen und nicht zu ihm. Ich hätte ihn damals schon zum Assistenten machen müssen. So sind die zu mir und die haben gesagt, das kann ja gar keine Gemeinde sein von Gott. Guck mal, wie viele Leute, ihr seid ja nur zu dritt. Habe ich gesagt, spielt doch keine Rolle, ob wir zu dritt, zu viert oder nur zwei sind. Na, aber du kannst mit so Leuten, kannst du nicht mehr argumentieren, diskutieren. Na, wenn die Wahrheit nicht hören, die Ohren nicht haben, dann fällt das auf den Boden und bringt keine Frucht hervor. Und deshalb, wir haben viel empfangen vom Herrn. Viel Wahrheit. Wir haben auch viel Verantwortung. Preis dem Herrn. Und so schreibt er in Vers 20, weil das war ein Problem. Viele sind weggegangen, fingen an, was anderes zu lehren. Und, ach, wie geht's dir denn? Ach, mir geht's gut. Ach, ja, mir geht's besser als
wie ich in der Gemeinde war, da war es nicht so gut, aber jetzt geht es mir gut. Ja, kannst machen, was du willst, ne, und so. Ja. Ja, das darf ich nicht sagen, aber das ist so. Wenn du einen Ast abschneidest von einem Baum, der wird eine Weile grün sein, die Blätter werden noch grün sein für eine Weile, aber irgendwann wird er verdorren. Und der Herr hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Amen. Und wer nicht in mir bleibt, der Vater kommt und schneidet sie ab. Und die Äste, die verdorren, die sammelt er und schmeißt sie ins Feuer. Du weißt ja, was das heißt. So, weißt du, da gibt, wie soll ich sagen, da kannst du nicht sagen, okay, das war mein Freund, das war meine Freundin, ich gehe auch, weil sie geht. Das kannst du nicht, es geht um deine Erlösung, um deine Errettung. Na, und das tut weh, wenn Bruder weggeht, es tut weh, wenn Familie weggeht oder eine Schwester weggeht vom Herrn. Ja. Aber das ist alles ein Prozess, die gehen nicht weg von einem Moment zum anderen. Das ist ein Prozess, die Liebe wird kalt zu den Geschwistern, die nehmen Abstand, die freuen sich nicht mehr, wenn sie kommen. Ach, jetzt sind wir wieder in der Kirche, weißt du. Und das kann nicht so sein. Das darf nicht so sein. Wir müssen auf uns selber achten, dass das Feuer in uns brennt, dass die Liebe Gottes in uns bleibt, die er uns gegeben hat für die Gemeinde insgesamt und auch für die Einzelnen. Preis dem Herrn. Speziell für deine Frau. Ja. Amen. Habt ihr gehört, ihr Männer? Ja, guckt die Frau an. Und dann sagt er in Vers 20, doch ihr habt eine Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Die Bibel sagt uns, dass das Geheimnis des Glaubens, das Geheimnis Gottes den Heiligen offenbar ist. Es ist nicht der Welt offenbar, es ist seinem Volk offenbar geworden, uns, dir und mir. Und da ist ein Unterschied. Wenn du davon redest, die werden es nicht kapieren. Es sei denn, dass der Geist Gottes das irgendwie anleuchtet oder die Leute berührt und auf einmal, ach ja, ich kapiere es. Ich habe das meiner Tante mal erklärt in Saarbrücken, dass Jesus Gott ist. Ich habe es ihr klipp und klar gesagt. Ja, die hat nur zugehört und später kommt sie und sagt zu mir, ja, der ist ja Gott. Und sagt, ja, der ist Gott, Tante Margot, ja. Und ich war selber überrascht, dass sie die Erkenntnis auf einmal gehabt hat. Weißt du, du redest mit vielen und nicht mit jedem, bei jedem geht das Wort auf, der Same. Ja, wir haben die Salbung und wir haben das Wissen, wie wir errettet werden, das Wissen, wie wir getauft werden, Heiligen Geist empfangen, was die Arbeit des Heiligen Geistes ist an uns und in dieser Welt. Wir haben das Wissen, dass er wiederkommt für uns, für mich, für dich, preis Gott, dass wir entrückt werden. Und wir haben das Wissen über die Gemeinde, dass Gott überall weltweit Gemeinden eingesetzt, also Prediger eingesetzt hat, in die Gemeinschaft, die er berufen hat, preis dem Herrn. So, er hat gesagt, ich schreibe euch, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, Vers 21, sondern weil ihr sie kennt und das keine Lüge von der Wahrheit ist. Wer ist ein Lügner außer dem, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Es gibt so viele Leute, die sagen, sie sind Christen und ja, du fragst sie, glaubst du, dass Jesus Christus? Ja, ja, Jesus ist Christus. Aber sie haben gar kein Verständnis von dem, was sie reden. Ja, und wenn die das verleugnen, er schreibt hier, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn verleugnet. Da gehen wir noch hin. Es ist nicht so einfach, das zu verstehen. Da musst du schon einen Bibelvers holen. Vers 23, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Der Sohn und der Vater sind eins. Ich und mein Vater sind eins, sagt Jesus. Preis Gott. Jetzt mal ein Beispiel. Ich bin ein Sohn, aber ich bin nicht mein eigener Vater. Wenn ich mein eigener Vater gewesen wäre,
wie Jesus es war, dann wäre ich der Vater und der Sohn. Versteht ihr das? Ja. Oh, preis Gott, Paar. Okay. So, und deshalb, Jesus ist der unsichtbare Gott, schon vor Bethlehem gewesen. Amen. Und der, das Unsichtbare, ist sichtbar geworden. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und das hat er aber nicht gemeint, ne? Was die Leute denken. Ja, ja, da sieht ein Josef ähnlich. Ja. Josef ist nicht sein Vater, sagt doch das Wort. So, die Bibel sagt uns, Kolosser 1, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist es. Er, der sich offenbart hat in der letzten Zeit zu der Menschheit. Preis Gott, um sie zu erretten und zu erlösen, um sein Wort zu erfüllen. Amen. Und das ist das Tolle, dass wir das wissen können. Amen. Du gehst morgens, vielleicht hast du heute noch, bevor du gekommen bist zum Gottesdienst, noch in den Spiegel geschaut. Wen hast denn du gesehen? Doch nur dich selber. Nur dich selber. Es sei denn, dass da steht jemand anders und du schielst so rein in den Spiegel. Ja, aber als ich mich gekämmt habe, bin ich noch strubbelig. Ne? Da habe ich mich selber gesehen. So, er ist das Ebenbild. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und deshalb hat Jesus den Philippus nicht verstanden, wo der gesagt hat, jetzt zeig uns doch mal den Vater, das reicht uns ja auch. Was ja, wollte Jesus besänftige, die Diskussion beenden, wer der Vater ist. Und dann sagt Jesus, ja Samuel, ich bin jetzt schon so lange bei euch und ihr kennt den Vater nicht. Der arme Herr, wirklich, der hat es nicht einfach gehabt. Und die Jünger haben es auch nicht einfach gehabt. Wer hätte das schon gedacht, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und dass er, ja, dass er Menschengestalt annehmen würde. Was ist denn der Mensch, sagen die Engel. Guck mal da, das, hör auf. Und die Engel haben nicht gewusst, dass er Menschengestalt annehmen würde. Die haben, später erst, aber die haben gewusst, er kommt und geht zur Erde, aber wie er erlösen und erretten wird, das war alles ein Geheimnis. Ja, so, jetzt ist es ja offenbar, jetzt ist das Kreuz hinter uns und hinter ihm, preis dem Herrn. Der Herr hat es geschafft, deshalb sagt er, es ist vollbracht. Preis dem Herrn, das ist das Schöne. Okay, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Preis Gott, alles was mit Gott zu tun hat, ist in ihm. Preis Gott. Das ganze Wesen Gottes ist in ihm. Wer ihm? In Christus Jesus. Preis Gott. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm. Preis Gott, wir spüren ihn, wir merken ihn, wir fühlen ihn, wir können ihn anbeten und gehen im Geist. Er kann mit uns reden, jederzeit, wann er will, wie er will. Preis Gott. Und das ist das, was wir haben an ihm. Wir haben Teil an ihm, preis Gott. Amen. Er macht uns stark, wo wir schwach sind. Der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Ob das jetzt im Himmel ist oder auf dieser Erde oder unter der Erde oder was. Der Herr hat alle Macht im Himmel und alle Macht auf dieser Erde. Und der Herr ist Gott und sonst keiner. Preis dem Herrn. Und das musst du dir so fest in deine Seele reingraben und dort. Halleluja. Und dort lassen, der Herr ist Gott und sonst keiner. Amen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Amen. Und wir haben
Teil an ihm. Ja, wir sind im Geist und der Geist ist in uns. Preis Gott, der Vater ist in uns, der Sohn ist in uns. Es ist alles in uns, was sein muss. Preis Gott. Und das ist das Wunderbare. Wir können die Frucht hervorbringen, die Frucht vom Heiligen Geist. Und das ist, was wir aus uns selber nie hervorbringen könnten. Amen. Du kannst nicht sagen, oh, ich bringe keinen um, ich lüge nie. Du kannst nur sagen, durch die Gnade Gottes lüge ich nie und durch die Gnade Gottes bringe ich auch keiner um. Es ist alles nur durch seine Gnade, dass wir sind, wer wir sind. Und wir müssen gucken, dass die Gnade bei uns bleibt. Preis dem Herrn. Amen. So, es gibt kein anderes Haupt als Jesus Christus selber oder als Gott. So, 1. Johannes 2, Vers 24 und 25. Er schreibt hier, was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Amen. Was wir haben hier an der apostolischen Lehre, das soll an uns bleiben. Wenn einer kommt mit was anderem, vergiss es. Halt an dem fest, was du am Anfang gehört hast. Amen. Wenn das, was ihr vom Anfang an gehört habt, in euch bleibt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Für die Welt ist das ein Rätsel, aber für uns nicht. Preis Gott. Amen. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Preis Gott. Das haben wir. Amen. Wir müssen nur treu bleiben und dann wird er uns auch weiterhelfen. Amen. Ich habe hier Johannes 4. Ich glaube, Vers 1 ist das. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen, in die Welt. Amen. Vers 2, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, Mensch geworden ist, er ist gekommen, preis Gott, der ist von Gott. Gott ist gekommen. Er heißt ja auch Emmanuel, Gott mit uns. Nicht ein zweiter Gott, ein dritter oder vierter. Es ist Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist jetzt schon in der Welt. Vers 4, ihr seid von Gott, habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet und die Welt hört sie. Wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Ja, wir haben dann gar keine Probleme, obwohl wir jetzt hier eine Gruppe sind, eine Gemeinde hier in Mannheim, wenn wir jetzt nach Augsburg gehen oder wenn wir jetzt nach, wo haben wir noch Gemeinde, Ludwigshafen zu Pastor Kalder, wir reden über Gott, wir verstehen uns, es ist eine Linie, da ist keine andere Lehre, es gibt nur eine Lehre, preis Gott, und die, Halleluja, von der Gemeinde, von der echten Gemeinde. So, Amen, wir sind von Gott. Und wer von Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und der Geist des Irrtums. Amen. 2. Johannes 1, Vers 6. Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, da hier hast du es. Das ist das Gebot, wenn ihr es gehört habt von Anfang an, dass ihr darin bleibt. Vers 7, 2. Johannes 1, 7, denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Und das ist der Verführer, der Antichrist. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Preis Gott, die sollen, wir sind, hat Paulus gesagt, ihr seid meine Krone, ihr seid mein Lohn. Nicht sein Lohn jetzt im Himmel, aber
Er hat die Gemeinde gegründet in Korinth und hat denen geschrieben, dass, preis Gott, dass sie an dem Glauben festhalten sollen und dass, ja, dass er nicht umsonst gearbeitet hat an ihnen. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Jesus ist sowohl Herr, der Adonai, als auch Christus, der Gesalbte. Deshalb wird er in so im Wechsel genannt, bezeichnet, preis Gott. Der Herr Jesus Christus, Amen, der Gesalbte. Ja, 2. Johannes 1,10, wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus, grüßt ihn auch nicht. Ja, da muss es schlimm gewesen sein mit den Verführern. Und manche, die neu waren im Herrn, die sich nicht ausgekannt haben im Wort so gut, es ist besser für die, wenn sie wegbleiben von denen, nämlich die quatschen dir die Ohren voll mit Lügen und irgendwas bleibt hängen, wenn du denen zuhörst. Und da hat er gesagt, bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus, grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Jesus ist beides, Herr und Christus, wo Erlösung ist, preis Gott. Erlösung ist in seinem Namen, im Namen des Herrn Jesus. Wir wissen, Apostelgeschichte 4,12, keinem anderen Namen ist das Heil als der Name Jesus. Amen, preis Gott. Und wenn du die Bibel durchliest, Neue Testament, wo er ja schon Mensch geworden ist, der Herr, dann siehst du immer Fleisch, einmal redet Jesus als Mensch, manchmal redet er als Gott, preis Gott. Und du musst darauf achten, die haben Jesus angebetet. Anbetung gehört alleine zu Gott. Jesus hat sie nicht weggeschickt. Schau mal, Matthäus 28, Vers 17 bis 20. Und als sie ihn sahen auf dem Berg, wo er gesagt hat, dort, geh dahin, das waren seine Jünger, fielen sie vor ihm nieder. Amen. So, die sind nicht einfach umgefallen. So, du musst schon gucken, was das hier bedeutet. Oh, sie sind niedergekniet. Fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. In Englisch steht in dem Vers 17, und when they saw him, they fell down and worshipped him. Siehst, da steht noch, sie sind niedergefallen und haben ihn angebetet. Im Deutschen steht es nicht drin, aber das ist damit gemeint. Aber manche oder einige zweifelten, das hast du immer, preis Gott. Das ist ein Wunder, ja, ein Wunder, da ist irgendeiner, nein, nein, das kann nicht sein. Ich traue mein Auge nicht oder irgendwas, irgendeine Ausrede. Aber Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben, preis Gott. Darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Jünger sind alle schon entschlafen. Ja, und trotzdem ist der Herr bei uns. Wie ist er bei uns? Nicht in Fleisch und Blut, sondern mit seinem Geist ist er bei uns. Er hat ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Preis Gott. Und so, auch wenn er von der Taufe hier redet, dann heißt das hier, dass sie taufen sollen auf den Namen Einzahl. Einzahl. Vater ist kein Name, Sohn ist kein Name, Heiliger Geist genauso wenig. Name, preis Gott. Der Name von diesen drei Offenbarungen Jesu ist Jesu. Ja. So, manche glauben, dass Jesus, ich habe noch 5 Minuten, manche glauben, dass Jesus nur der Mensch ist, der Sohn. Aber wie ist es dann mit dem Vater? Ja. Wer hatte Maria erfüllt? Die Bibel sagt uns,
Weiß das jemand? Preis Gott, ihr seid ja keine Jehovas Zeugen, könnt ihr euch ruhig melden. Amen. Der Heilige Geist hat Maria erfüllt, dass sie schwanger wurde. Und der Engel hat gesagt, was in ihr ist, das ist vom Heiligen Geist. So, der Vater von der Schöpfung, von dem Menschen, von dem Sohn, den Maria geboren hat, ja, der ist der Heilige Geist. Aber wer ist denn dann der Vater, wenn der Vater jemand anders ist? Dann hat er ja zwei Väter. Und er sagt, ich bin mein eigener Vater, da hat er drei. Amen. Die Schrift sagt, es ist der Heilige Geist. So, wenn Vater, Sohn und Geist drei Personen sind, wo bleibt dann der Vater, wenn er vom Heiligen Geist geboren wurde? Dann hätte er ja zwei Väter. Wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist jeweils Gott für sich sind, getrennt, ja, dann gäbe es ja drei Götter. Die Bibel redet nie von Gott, dem Sohn oder Gott, dem Heiligen Geist, sondern immer Sohn Gottes. Sohn Gottes heißt ganz einfach Gott offenbart im Fleisch. Amen. Ja. Und so nirgends ist die Schrift, redet die Schrift von Gott, dem Sohn. Amen. Sondern immer vom Sohn Gottes. Auch gibt es nicht zwei Götter, gibt es auch nicht zwei. Pass auf, da sind Geister unterwegs, die behaupten, dass ja, Jesus ist Gott, der Sohn ist Gott und der Vater ist Gott. Und wir hatten in der Max-Josef-Straße mal jemanden, einen Grieche, und der hat ein junges Mädchen geheiratet und auf einmal kommt sie in den Gebetsraum und sagt, Pastor, ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ich habe gesagt, oh gut, ja. Und so, was für ein Geheimnis? Bin ich froh, dass Gott mich gelehrt hat über diese Dinge. Sonst, wer weiß, ich wäre in alle möglichen Fallen getappt. So hat der Herr mich bewahrt. Und habe gesagt, ja, was für ein Geheimnis. Ja, der Vater ist Gott. Und der Sohn ist auch Gott. Es gibt zwei Götter. Ich habe gedacht, ja, Schwester, die getauft ist, die mal den Heiligen Geist empfangen hat. Weißt du, wir dürfen keinem anderen Geist glauben. Ja? Ja, und der Kerl, den sie da geheiratet hat, ich weiß nicht, habe ich die Ehe gemacht? Auf jeden Fall, der Herr hat sie gemacht, die Ehe, ja. Preis Gott. Aber lass dich nicht beeinflussen, wenn einer sagt, ich kann Griechisch, ich kann besser Griechisch wie du und besser Hebräisch wie du. Lass dir da nichts vormachen. Wir haben in Deutsch alles, was wir brauchen. Da steht die Wahrheit drin. Und der Heilige Geist wird uns noch mehr zeigen, wenn was noch fehlen würde, preis Gott. So, ja, sie hat das Geheimnis rausgefunden. Und da habe ich gedacht, bin ich hier noch in Ordnung? Was ist da nur mit mir los? Was habe ich denn hier für Leute um mich rum? Und wir waren nur 10, 12 Leute, mehr nicht. Weißt du, da weißt du schon, da ist jemand auf die schiefe Bahn. Und habe ich ihr gesagt, das gibt's nicht. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist Gott offenbart im Fleisch. Ja, aber. Zum Glück ist niemand da, der mich hört, außer dir. Hm. Ja. Aber eine Lüge bleibt eine Lüge, egal wie schön du sie formulierst. Er ist ein Gott, preis Gott. Und seine Herrlichkeit wird er keinem anderen geben als sich selber. Preis Gott. Und was teilt denn Gott alles mit uns? Er teilt uns das Leben, wir haben das Leben in ihm. Er gibt uns Autorität, er gibt uns gewisse Autoritäten, er gibt uns Segen, er hilft uns, dass wir das Leben haben und segnet uns auch, dass wir hier was überleben auf dieser Erde. Preis Gott. Aber das Einzige, was er für sich beansprucht, das ist Anbetung.
Das dürfen wir nicht zulassen, dass uns irgendeiner verehrt und irgendeiner anbetet und verherrlicht. Dich nicht und mich nicht. Und da muss ich aufpassen. Da gibt es viele, die sind froh, ah, die Gemeinde kommt. Jetzt kommt unser Pastor. Versteh, was ich meine. Ja, wir lachen drüber, aber das ist was Schlimmes. Der Blinde führt die Blinden. Ja. Und Herodes hat es nicht zugelassen, dass er Gott die Ehre gibt. Und deshalb ist er gefressen worden von Würmern. Und das sind viele Beispiele in der Schrift, wo Leute die Ehre genommen haben, anstatt die Ehre dem Herrn zu geben. Preis dem Herrn. Und die damals, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sogar Pilatus hat gewusst, die sind alle neidisch. Deshalb klagen sie ihn an. Sie waren neidisch, sie waren eifersüchtig. Ja, geistlich waren sie mal auf jeden Fall nicht. Sonst hätten sie gewusst, wer das ist und was er tut. Preis Gott. Okay, Jesus ist der Name Gottes. Wir haben im Buchlader, haben wir so das Rad der Weissagung. Das ist sehr gut. Das hat mir so viel geholfen. Und wenn du dir das Ding holst und dann vergleichst, Jesus ist der gute Hirte, Gott ist der gute Hirte. Jesus ist der Heiland, Gott ist der Heiland. Ja, gibt es jetzt zwei? Nee, lese die Schrift, da wirst du auch nicht durcheinander. Amen. Gott ist nur ein Titel. Jesus ist der Name. Preis Gott. Du kannst viele Titel haben, aber nur ein Name. So, und das müssen wir auch verstehen. Okay, lass uns aufstehen. Preis Gott, eure müden Glieder hier mal hochheben. Amen. Und beten und danken. Herr Jesus, wir danken dir für die Wahrheit. Danken dir für